Freunde aus der Region Hannover. Ja, die Hitzeperiode ist überstanden. Es hat geregnet. Es hat wirklich geregnet. Jetzt gab es einige Fragen, die so im Laufe der letzten Tage immer wieder ankamen. Wie geht es denn der Challenge Lärche? Ich habe sie dann gleich mal hergeholt. Eines ist verbrieft sicher, Lärchen können eine ganze Menge Hitze ab. Allerdings habe ich, seitdem ich wieder hier bin, gucke ich auch immer wieder auf diese Äste hier unten. Die sind sehr, sehr lang geworden. Ich habe ja hier alles ein bisschen runtergezogen und ich möchte die Stellung noch ein bisschen verändern und diese langen Äste nochmal einkürzen, damit die sich vielleicht noch verzweigen. Denn ich möchte diesen Charakter, dass sie hier so ein bisschen abfällt und vielleicht noch weiter nach außen geht, das möchte ich noch ein bisschen forcieren. Das werde ich jetzt erstmal einsteigen. Da werde ich jetzt erstmal bei einsteigen. Ich sehe ja die Knospen hier. Die hat sie gut ausgeprägt schon. Und ich nehme dann die Knospen, die wirklich nach außen gehen und die gleich die richtige Richtung haben beim nächsten Austrieb. Denn maximal einen Austrieb wird es noch geben. Und dann stellt sie sowieso die Tätigkeit ein und wird nicht mehr wachsen bis zum Frühjahr. Deshalb suche ich jetzt erstmal die entsprechenden Knospen raus, die ich an den jeweiligen Ästchen sehe. Da ist noch was. Da komme ich gar nicht zwischen, ohne Nadel. Doch, da komme ich wohl. Die werden ja immer ziemlich lang gleich. So, hier ist ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, ist ganz locker. Der Zweig, ich weiß nicht, ob der Draht sich ausgedehnt hat oder woran es liegt. Ich mache hier oben an den Polstern, also hier oben, wo jetzt alles grün neu rauskommt, dieses Jahr nichts mehr. Ich möchte jetzt einfach nur forcieren, dass ich hier vielleicht ein bisschen mehr Masse kriege. Masse und nicht diese engen Spieren, diese langen Spieren am Ende, sondern dann schon ein bisschen mehr wirkliche Masse. Da ist eine prädestinierte Knospe. So. Und dann haben wir hier innen noch so zwei lange Stiele, die so aufs Auge zu wachsen. Hier vorne 1, 2, 3 sogar. Die nehme ich auch noch mal eben etwas zurück. Die dürfen sich auch noch weiter verzweigen natürlich. Irgendwas dröhnt hier so komisch. Naja. Dann gibt es hier so den einen oder anderen Trieb, der in den oberen Ast hineinwächst. Den wollen wir auch nicht haben. Dann haben wir hier eben, ich hoffe, es ist sichtbar, hier noch einen Ast, der ist von mir nicht runtergezogen worden. Der wächst aber schon stark so ein bisschen da rein und der ist auch nicht runtergezogen worden hier. Die beiden möchte ich jetzt nochmal eben nachbessern. Dazu habe ich mir schon ein bisschen was zurechtgelegt. Ich habe wieder so ein bisschen Schlauch hier. Ihr wisst schon, 5 mm Schlauch. Dann einen sehr dünnen Draht, den ich einfach so durchziehen kann, ohne dass es da Probleme gibt. Durch den Teichpflanzkorb. Ah, apropos Teichpflanzkorb. Das war auch noch eine Frage in den Kommentaren. Wie ich das mit Teichpflanzkörben handhabe. Nein, die kommen nicht immer in den Anstau. Die kommen nur dann in den Anstau, wenn ich weiß, ich bin ein paar Tage nicht da und es wird heiß, so wie es jetzt gerade war. Die Lärche hat nicht im Anstau gestanden, also die wurde nicht unterstützt durch Wasser. Die hat sich da ganz gut mit zurechtgefunden, muss ich sagen. So. Dann wollten wir erstmal, nämlich den unteren Ast, jetzt habe ich den Draht natürlich viel zu lang gelassen, okay, hier nochmal etwas runterholen, irgendwie muss ich dazwischen kommen, da ist sie nämlich schon richtig gut verzweigt, was natürlich auch Spaß macht und da fallen dann gleich wieder zwei Äste ins Auge, die deutlich zu lang sind noch. So. Ich zwirbel das einmal unter dem Schlauch zusammen und ziehe den dünnen Draht dann durch diese dünnen kleinen Löcher des Teichpflanzkorbes. Wobei, da haben wir schon was, was wir nutzen können. Außerdem nehme ich so ein bisschen weiter zur Seite. So möchte ich sie haben. Das heißt, ich habe jetzt deutlich zu viel Draht genommen. Da mache ich jetzt einfach nur 2 Umdrehungen drum. So viel Draht hätte ich gar nicht gebraucht. Aber ich kann ja noch sagen, was ursprüngliche Pläne vorhanden waren, das mache ich gleich auch noch hin, die ich in der Zwischenzeit aber wieder verworfen habe. So, komme ich mit dem Draht hin, wenn ich dahin gehe? Ja. Wenn ich dahin gehe, komme ich auch hin. Ja, gut. Wie gehabt, ein Stück Schlauch über den Ast legen. Das passt. So, und dann müssen wir gucken, wie wir das fixiert kriegen. So, der Schlauch wird einmal festgezogen hier oben. Und einmal, na, kommen wir da noch ein bisschen weiter zur Seite. Das wäre mir lieber. Ja, das geht auch. So. Dann gehen wir da durch. Wir haben da bereits ein Loch eingestochen, aber das liegt, das lässt mich da nicht ein. Jetzt ist die Frage, kriege ich den da hin? Das wird wahrscheinlich zu tief. Nee, ich muss das nur fixiert kriegen irgendwie. Das dürfte halten. So, also, ich habe die Stufen jetzt noch weiter runtergeholt. Die beiden, die noch keinen Draht hatten. So, jetzt habe ich da aber auch noch entdeckt, hier gibt es noch 2 lange Sachen, die ich jetzt auf die rückwärtigen Knospen nochmal zurückhole. Das sind aber nur 2. Die anderen dürfen natürlich weiter wachsen hier außen. Erstmal jedenfalls. Das ist dann Sache im Frühjahr. Vielleicht gibt es nochmal einen Winterschnitt, weil man besser erkennen kann, was hier los ist. Und hier haben wir so Büschel, die schon gleich nach unten reichen. Das heißt, die Knospen wieder auch nach unten wachsen. Nehme ich mal schon mal raus, damit hier unten, hier innen drin auch langsam so ein bisschen Transparenz entsteht. Nehme ich so ein paar Büschel raus. Die Transparenz ist natürlich wichtig für die Äste, die ich lebend haben möchte, dass die nicht verdeckt werden durch andere, durch neue Auswüchse, die dann das ganze Gesamtbild wieder verändern. So. Okay, ich würde sagen, das gefällt mir schon ganz gut. Und jetzt eigentlich der Plan, den ich ursprünglich hatte. Ich hatte vor, hier diese Achse zu nehmen, diese Achse. Aber in der Zwischenzeit gefällt es mir so gut, dass die so ausladend wächst hier nach außen hin, dass ich mir denke, die bleibt so stehen, wie sie jetzt ist, wenn sie in die Schale kommt im Frühjahr. Und dann hoffe ich auch, dass die Äste so weit fixiert sind, wie ich sie jetzt runtergezogen habe. Und dass ich dann in der Schale wieder ein ganz anderes Bild präsentieren kann. Der Teichpflanzkorb ist natürlich, ja, ist eine kleine Zwischenlösung, ist aber keine Lösung, die man sich gerne ansieht. Wo war es denn jetzt so ganz locker? Da wollte ich doch noch ein bisschen nachziehen. Hier geht es eigentlich so. oder? Ach so, das ist jetzt ein bisschen fixiert. Das ist jetzt durch den neuen Draht etwas fixierter. Gut, auch in Ordnung. So gefällt mir das schon ganz gut. Ja Leute, die letzte Aktion vorm Winter, vorm nächsten Mal, wenn sie ohne Laub dasteht, mit der Challenge Lärche. Dann gab es aber noch eine weitere Frage. Und ihr habt es mitbekommen, glaube ich. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Doch, habt ihr mitbekommen. Hier haben wir noch die kleine Kiefer. Die habe ich vom Stamm her schon mal gedrahtet. Und es ging das Telefon, da hieß es, sag mal, wie soll ich das denn machen, wenn ich die Schwarzkiefer drahten will am Stamm, dass sie ein bisschen mehr Schwung kriegt. Heute fiel mir ein, Mensch, ich habe ja noch eine kleine Waldkiefer. Die Waldkiefer, die aus meiner kleinen Pflaume aus diesem Topf gewachsen ist, aus dem Teichpflanzkorb gewachsen ist. Ich hole euch die beiden mal her, zeige euch das nicht. So, bevor es weitergeht, die Nachfragen in Bezug auf Trauerweide. Da bin ich ganz traurig. Die hat es abends alle nicht gepackt. Die im Garten stehen und sowas, die im Herbst eigentlich dann ausgeliefert werden können, sind definitiv Schnecken und der Hitze zum Opfer gefallen. Das heißt, wenn die länger kein Wasser kriegen, dann ist Weide, ja, Katastrophe. Ja, das war etwas unglücklich. Die sind hinüber. 3 Stück hatte ich noch. So, kommen wir zur kleinen Pflaume, die als unbekannt schon mal durchs Programm gelaufen ist. In der Zwischenzeit bin ich sicher, dass es eine Pflaume ist, aber nicht, was für eine Art. So, das sehen wir dann im Frühjahr und dafür haben wir jetzt wirklich alles aufgebaut, was wir brauchen. Nämlich die diesjährigen Äste, die im Frühjahr als erstes Blüten tragen. Und anhand der Blüten und dem Laub in der Kombination, da können wir dann feststellen, was wir da wirklich haben. So, das ist die Pflaume, die im Teichpflanzkorb einige Zeit im Garten gestanden hat, die ich habe durchtreiben lassen und dann wieder zurückgeschnitten und so weiter und so fort. Die hat durch den Teichpflanzkorb ist sie in den Gartenboden gewachsen. Ich habe sie auch eingegraben mit dem Teichpflanzkorb. Mache ich gelegentlich, wenn das über den Winter geht zum Beispiel, dann ist das für mich die sicherste Sache, falls ich dann mal wieder mal 2, 3 Tage nicht da bin. Und Winter, Herbst, wisst ihr genau, da bin ich auf Tour, da bin ich auf Yamadori-Tour. So, darin stand, in diesem Teichpflanzkorb stand diese Kiefer. Und die ist jetzt auch schon 3 Jahre alt. Ah, der Dünger riecht wieder so schön, herrlich. 3 Jahre alt. Jetzt habe ich Mario gesagt, er könnte doch den Stamm seiner Schwarzkiefer eigentlich ein bisschen in Form bringen, ein bisschen trainieren. Trainieren in dem Sinne, dass der eine Form bekommt, die eben nicht so ganz gerade ist. Der ist ja nicht so wirklich gerade, aber ich habe mir gedacht, die kleine Kiefer nehme ich als Demonstrationsobjekt und stecke hier mal unten den Draht rein. Die hat sich übrigens sehr, sehr gut hier in der Schale entfaltet. Die ist sehr gut eingewachsen. Und da habe ich jetzt auch keine Bedenken zu drahten, falls das jetzt wieder kommt. Hier reichen 2 mm Draht. Kiefern sind ja noch relativ lange, sehr, sehr flexibel. Ich muss nur immer wieder nachfassen und aufpassen, dass die Nadeln nicht gequetscht werden, damit die nicht alle gleich abfallen. Apropos abfallen. Eine Nadel ist bereits weg, die ich demonstrieren wollte. Ja, ist einfach so. Die alten Nadeln, die sind hier alle schon weggefallen. Und daran kann man auch erkennen, dass der Baum mindestens 3 Jahre alt ist, wenn er nämlich am Stamm die ganzen Nadeln fallen lässt. Und die letzte, die noch dran war, wo ich das mit demonstrieren wollte, die ist auf dem Weg hierhin auf den Tisch verschwunden. Die ist hier auch nicht irgendwo drunter. Nö. Weg. Alles klar. Okay. Ist ein Witz. So, Dann braten wir den Stamm mal ein bisschen. Der ist ja sehr, sehr dünn. Und da muss man ständig nachfassen, weil das sonst um den Stamm rumläuft und irgendwas abreißt. Ach, wie aromatisch. Der Dünger. Jetzt ist das aber der Dünger auf der Pflaume, nicht hier drauf. Die ist ja im Frühjahr erst getopft worden. Hat nur ein ganz bisschen Heckendünger gekriegt bisher. Also Flüssigdünger. Guck, da ist noch so eine Nadel. Da ist noch eine ganz gelbe. Die fallen von selbst ab. Und ich habe eben einige Knospen am Stamm schon entdeckt. Am Stämmchen, muss ich ja vorsichtshalber sagen. Das ist ja wirklich winzig, diese kleine Kiefer. Aber sie soll schon mal ein bisschen Form bekommen. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht die Knospen, die da schon sind, noch irgendwie mit eindrahte. So, da habe ich wieder ein Büschel dazwischen. Jedes Nadelbüschel ist im Grunde eine Möglichkeit, eine neue Knospe zu erzeugen. Und deshalb müssen die dranbleiben. Da wird nichts weggezupft oder sonst was. Das macht die Kiefer von selbst. Wenn man weiß, welche Äste nun letztjährig oder vorjährig, noch davor vorjährig waren, dann ist das auch kein Thema. Kann man natürlich machen. So, dann kann man die Nadel noch abzupfen. Muss man aber nicht unbedingt. So, Schwierigkeit dabei. Ich habe natürlich jetzt eine Knospe mit abgebrochen. Scheiße. Entschuldigung. Manchmal ist das so. So, das wollte ich nämlich. So, eine Spitze nach oben. Und das einmal so. Und einmal so. Und dann die Spitze nach oben wieder auf der Achse. Jetzt kann ich das aber besser, sage ich mal, wie die Schale steht, nochmal korrigieren. So. Da war nichts dran. Keine Knospe drunter. So. Jetzt haben wir hier natürlich noch so einen kleinen Ast. Ich habe mir auch erlaubt, einen sehr dünnen Draht zu nehmen hier und vorzubereiten. Allerdings sehe ich jetzt ein Problem, dass der wahrscheinlich zu kurz ist. So, denn ich möchte diese beiden Äste drahten. Und hier muss ich mal gucken, das ist auch eine alte Nadel. Sehr, sehr lang. Die würde mir jetzt auch im Weg stehen. Okay. Dann gehe ich hier durch eine Schlinge des stärkeren Drahtes durch. Und kommen da nicht durch. Wo ist er denn noch ein bisschen weiter offen? Ich hatte... Ah ja, doch, es geht. Kann ich nämlich jetzt hier den gleichen Weg nachvollziehen, den der andere Draht gemacht hat. Und zwar andersrum, muss es dann sein. So rum. So, dass die nicht über Kreuz laufen. So. Was aber auch nicht immer zu vermeiden ist. Dann gehe ich einmal runter, unter den Ast und dann wieder über den Ast. Hier haben wir eine ganz schwache Nadel und drunter ist aber eine Knospe. Darunter nicht an der Nadel, an dem Nadelfuß, sondern auf der anderen Seite. Die lassen wir in Ruhe. Die hat sich schon so weit gezeigt, dass man sagen kann, okay, da kommt noch ein Zweig. Oh ja, wie aromatisch dieser Dünger ist. Okay, und hier machen wir das Gleiche. Hier gehen wir auch drunter unter den Ast. Das Drahten kann man übrigens bei Kiefern, Fichten und so weiter ganzjährig machen. Es muss nicht zwangsläufig immer gleich direkt nach dem Umtopfen sein und hier ist es ja auch nicht so. Hier haben wir in der Achse eine Nadel, die wir nicht brauchen, und hier eine alte Nadel noch. Gut, die machen wir auch weg. So, es zeigen sich in den Achseln hier, zwischen den Zweigen, da zeigen sich kleine Knospen. Das heißt, möglicherweise fallen beide Zweige nachher weg, die hier außen sind, und der mittlere Trieb, der da entstehen wird, wird dann den Baum nachher formen. Also kann ich da jetzt nicht sagen, das muss jetzt so bleiben und sowas. Das kann auch sein, dass der Draht dann im Frühjahr ganz schnell wieder wegkommt und ich mich auf die neuen Knospen verlasse, die ich dann deutlich besser natürlich auch in die Richtung bringen kann, wie ich sie brauche. Das ist die Eigenart eben bei der Waldkiefer. Die kommt nämlich auch an manchen Stellen raus, wo man wirklich nicht damit rechnet. So. Sonst haben wir von vorher gar kein Bild, kein entsprechendes Bild. Jetzt machen wir die restlichen Drahtüberstände mal weg. Einmal. Zweimal. Da ist noch eine alte Nadel, die zupfe ich auch noch mal weg, die ist gelb. Da ist nichts Relevantes, aber da ist noch ziemlich fest, okay. Hier nochmal drüber. So. Das hole ich nochmal in voller Größe ran, denn mir scheint es jetzt fertig zu sein. Also ich bin zufrieden damit. Der Stuhl steht im Weg, sehe ich gerade. Dann holen wir uns das mal eben ein bisschen näher. Und so. Und jetzt zeigen wir sie nochmal von allen Seiten und dann freuen wir uns aufs Frühjahr, was hier rauskommt. Hier habe ich einen Fehler gemacht, aber hier sind zwei Zweige, jetzt muss ich eben gucken. Ein Zweig, zwei Zweige, und den habe ich hier tatsächlich so gedrahtet, dass er mit rübergezogen wird zu dem anderen, aber wir brauchen ja nicht zwei auf einer Stelle. So, den nehme ich weg, weil der andere drei Knospen hat und der hat nur die Spitze. Allerdings wird es schwierig, das zu integrieren hier unten, den unteren Ast, denn der hat natürlich auch das schwerere Los, hier oben will sie wachsen. Das ist eigentlich immer so. Nun gut, wir vertrauen mal darauf, dass ich sie überreden kann im Laufe der Zeit. Auch solche kleinen Bäumchen machen mir manchmal Spaß, lassen mich aber auch mit meiner Grobmotorik auch ein bisschen verzweifeln manchmal. Hier oben sind, gleich ganz oben sind jeweils 4, 5 Spitzen drin, das heißt, hier oben wird es einen Schopf geben. Auch das wird dann im Mai, wenn die Kerzen geschnitten werden, da werde ich dann auch wieder ein bisschen auslichten müssen. Aber erstmal darf sie wachsen. Vielleicht lasse ich auch einen Ast hier komplett richtig groß rauswachsen. Mal sehen. Alles Zukunftsmusik. Und jetzt nochmal für spätere Aufnahmen zum Vergleich, was dann später mal passiert. Das können wir dann wieder vergleichen. So, Freunde. Für heute war es das wieder mal. Ich bedanke mich für euer Interesse und ich hoffe, ich habe die Fragen beantwortet, die mir gestellt wurden per WhatsApp. Es ist nämlich wieder möglich, muss ich dazu sagen. Ich habe ein anderes Handy Und jetzt schauen wir mal, was daraus wird. Danke für euer Interesse und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.